Atemweg. Willkommen zur zweiten Folge im Rahmen unseres dreiteiligen Atemweg-Spezials anlässlich des Welt-COPD-Tags 2024. Nachdem wir in der ersten Folge auf das Thema Awareness im Kontext COPD geschaut haben, blicken wir in dieser Folge auf die medikamentöse Therapie. Ich habe dazu die Mikrofone eingepackt und habe dieses Thema in der Ruhrland-Klinik nicht nur mit dem Leiter der Klinik für Pneumologie, Professor Christian Taube, besprochen, sondern auch mit den Eheleuten Ode, Doktorin Katrin Ode und Dr. Tobias Ode, die gemeinsam im Essener Norden hausärztlich bzw. allgemeinmedizinisch im ambulanten Diabeteszentrum Essen Nord niedergelassen sind. Springen wir einfach rein in die Aufnahme des Interviews vor Ort und ich wünsche Ihnen viel Spaß und hoffentlich auch neue Erkenntnisse bei dieser Ausgabe Atemweg. Und wir wollen über medikamentöse Therapie bei COPD sprechen. In der Vorbereitung habe ich geguckt, da gibt es zum Beispiel die nationale Versorgungsleitlinie, Flowchart, medikamentöse Therapie. Ich meine, eigentlich brauchen wir doch gar keinen Podcast machen, können wir doch sagen, wunderbar, das war's. Danke und schön, dass Sie reingehört haben, oder? Gibt's Widerspruch? Nein, überhaupt nicht. Also das würde ich genauso sehen. Und wenn man dann in die Details geht und nur noch Lamas und sonstige Tiere hört, das kann man den Patienten auch nicht erklären und im Essener Norden schon mal gleich gar nicht. Und von dem her, ich würde mich dem auch anschließen. Wir können das hier auch an der Stelle zurückstellen. Sie merken schon, Herr Dr. Ode, Sie schießen mir die Nachfrage ja quasi, legen Sie mir ja vor den Elfmeterpunkt hier und haben schon ein paar Gemeinheiten dieser Leitlinie vielleicht gekennzeichnet. Wo sehen Sie Herausforderungen vielleicht jetzt mal aus Ihrer Perspektive in der Niederlassung und natürlich auch an Sie alle ganz konkret bei der medikamentösen Therapie? Fangen wir mal ganz vorne an. Wir haben Patienten und die haben ein Symptom und das heißt wenig Luft. Und das stört die im Alltag. Und dann kommen die zu uns im günstigsten Fall in die hausärztliche Praxis. Und dann wollen die untersucht werden, dann wollen die eine Antwort darauf haben, warum sie vielleicht wenig Luft haben. Und dann geht so, dass dann schicke ich die gerne zu meiner Frau. Aha, jetzt wissen wir auch schon, wie das in der Praxis abläuft. Und welchen Herausforderungen sehen Sie sich dann gegenüber, neben der Tatsache, dass es in der Praxis kommunikativ da vielleicht das ein oder andere gibt? Naja, dann sitzt der Patient vor mir. Also es ist entweder ein bekannter Patient oder es ist jemand Neues, der sich hausärztlich bei uns vorstellt. Und den würde ich dann natürlich erstmal im Gespräch dann die Anamnese erheben. Das würde dann im nächsten Schritt dann sicherlich zu einer körperlichen Untersuchung führen. Wenn derjenige mit Luftnot vor mir sitzt, ist sicherlich die Frage, hatte er möglicherweise einen grippalen Infekt oder hat er andere Lungenprobleme? Ist vielleicht schon ein Asthma bekannt oder eine mögliche COPD? Ist demjenigen das bekannt und oder auch nicht? Oder welche anderen Probleme könnten vorliegen? Wenn wir da auch an mögliche Differentialdiagnosen denken, dann folgt sicherlich dann die weitere Untersuchung bei uns im Labor, dass wir als erstes vielleicht eine Lungenfunktion durchführen und die uns ansehen. Und auch zur Differentialdiagnose sicherlich ein EKG durchführen, um zu sehen, ist es nicht eine kardiale Beteiligung oder möglich eine kardiale Problematik, die hier vorliegt. Wir würden dann sicherlich auch über eine Blutabnahme entscheiden und haben hierfür ein Labor entwickelt, wo wir auch die Herzenzyme uns ansehen, um zu schauen, in welche Richtung das möglicherweise gehen kann. Und dann sitzt der Patient wieder vor uns und wir befunden die Ergebnisse und suchen nach einer möglichen Lösung, die wir dann, wenn möglich, auch direkt angehen können. Jetzt haben wir diese wunderbare Diagnostik gehört. Gar nicht unkomplex, mit Zeit, mit Labor, mit allem, was dazugehört. Kurzen Blick aber nochmal aus der klinischen Perspektive auf die Leitlinie, Herr Professor Taube. Würden Sie sagen, naja gut, in der Niederlassung hat man ja die Herausforderungen oder sowas, aber an sich ist das schon alles super mit der Leitlinie. Wie stehen Sie dazu in der Umsetzung? Also ich glaube, dass wir bei der COPD in den letzten Jahrzehnten erhebliche Schritte nach vorne gemacht haben. Zum einen in unserem Verständnis der Erkrankung, aber auch in der Art und Weise, wie wir jetzt probieren zu behandeln und Behandlungsempfehlungen
zu geben. Auch auf der Seite der Medikamente hat sich einiges getan. Jetzt ganz aktuell sind auch noch neue Entwicklungen mit dazugekommen. Aber ich glaube, hier vorne ist gerade ein ganz, ganz wichtiger Aspekt angesprochen worden, dass man, wenn man die Patienten zum ersten Mal mit diesem Leitsymptom Dyspnoe sieht, dass man daran denkt. Dass man daran denkt, dass das halt auch eine Lungenerkrankung sein kann, dass das eine COPD sein kann. Und dann haben Sie ja vorhin schon gehört, gehört halt auch zur Evaluation oder zu der Diagnostik eine Lungenfunktion mit dazu, weil die ist halt dringend notwendig, um das dann halt auch zu finden und auch zu diagnostizieren und dann natürlich auch richtig zu behandeln. Das nehme ich mal auf, Frau Dr. Ode, Sie haben das gesagt, wir machen Labor, Lungenfunktion. Das ist aber ja nicht in allen allgemeinmedizinisch-hausärztlichen Praxen Standard. Und eine LUFU kann ja auch so in der Durchführung ihre Herausforderungen haben, ihre Tücken. Ist das bei Ihnen ein ganz normales Repertoire? Und wissen Sie das von Kolleginnen und Kollegen? Gehört das immer dazu? Also wie ist da so die Versorgungssituation in Anführungsstrichen? Also bei uns in der Praxis liegt es vor und daher wenden wir das natürlich auch sehr gerne an. Aber ich kenne aus dem hausärztlichen Bereich natürlich die eine oder andere Praxis, die vielleicht keine Lungenfunktion haben, wo der Kollege oder die Kollegin sicherlich dann überlegen, wie man am besten jetzt vorgehen möchte, dass man selbstständig eine entsprechende Therapie vorlegt, beziehungsweise dem Patienten gegebenenfalls dann an den Facharzt überweist. Da ist es sicherlich schwierig, dann erstmal an entsprechende Termine zu kommen. Das birgt dann die Zeit. Bei uns geht es eigentlich dann direkt den Weg. Jetzt haben Sie die Diagnose gesichert. Der Patient, die Patientin kommt von Ihrer Frau zurück zu Ihnen, Herr Dr. Ode. Wie geht's denn dann los? Also ich wollte Ihnen jetzt nicht unterstellen, Doktorin Ode, dass Sie nicht die Therapie initiieren, aber was mache ich denn dann? Wie legen Sie los in der Regel mit den PatientInnen, wo Sie jetzt sagen können, okay, wir haben hier einen Verdacht auf eine COPD? Also so eine Lungenfunktion ist ja so ein schönes Diagnostikmoment. Und was Sie gerade schon angesprochen haben, die Lungenfunktion heute ist nicht die, die auch morgen da ist. Differentialdiagnostisch möchte ich nochmal auf dieses Symptom, also dran denken. Differentialdiagnostisch ist total wichtig. Wir haben ausgeschlossen, dass es vielleicht vom Herz kommt oder dass es eine Blutdruckentgleisung ist oder dass es irgendwas anderes sei. Dann haben wir das Symptom, was schon etwas länger ist, eine Woche, zwei Wochen oder sechs Wochen oder langsam einschleichend war oder sehr akut gewesen ist. Und dann würden wir natürlich sagen, okay, jetzt haben wir eine Lungenfunktion, die verrät, dass es vielleicht eine COPD ist. Dann haben wir ja auch die Einschätzung, wie stark die Luftnot den Patienten beeinträchtigt, ob man dann sofort handeln muss oder beim Lungenfacharzt anruft oder den direkt zu Professor Tauber schickt. Und dann würden wir natürlich auch das Symptom bekämpfen, weil dafür ist der Patient ja gekommen. Mhm. Und das hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, was die Auskultation sagt. Da möchte ich vielleicht nochmal einen kleinen Wert drauf legen. Die Auskultation verrät doch sehr schnell, welches der Lama, Labas und wie auch immer sie alle heißen mögen, denn dann dort auch angebracht ist. Und dann würde man da das entsprechende vielleicht auch mal akut verordnen, gucken, ob es dem Patienten damit besser geht, den vielleicht auch zeitnah nochmal wieder einbestellen, dann vielleicht wieder zu meiner Frau. Und dann kann man entscheiden. Aber wenn es dann doch relativ akut und sehr stark ist, dann muss man vielleicht doch auch die Akutmedikation nutzen, die man ja auch für schon bekannte chronische Erkrankungen hat, oder dann auch direkt zum Lungenfacharzt überweisen, wenn das notwendig ist oder wenn es wirklich schlimmer ist, dann auch, kann ja auch mal Infekt exazerbiert, akut aufgetreten und dann eine latente COPD eskalierend da sein. Und das sind so die Dinge, wo wir zwar die Patienten zwischen uns hin und her schicken, weil wir da das Glück haben, dass wir im Team arbeiten können. Mhm. Und ich glaube, das ist dann auch immer wichtig, weil dann denkt der eine an das und der andere denkt an das und zusammen kann man den Patienten dann ganz oft gut helfen. Das klingt nach total viel Fingerspitzengefühl, ganz viel Erfahrung, die man haben muss, der Blick. Aber ich würde das gerne mal aufnehmen, was Sie gesagt haben. Über Exazerbation müssen wir ja auch noch sprechen, weil die passiert ja auch bei PatientInnen, die eingestellt sind, die therapiert werden. Wann möchte denn der Herr Taube PatientInnen sehen? Also wir haben es gerade gehört, ne? Sie möchten jetzt ja wahrscheinlich nicht jede Erstdiagnose bei der COPD durchführen müssen in der Klinik. Ich denke, Sie haben genug zu tun. Aber was wären für Sie Punkte? Da kommt jetzt jemand, ist vorstellig, wo Sie sagen, Leute, schickt den bitte sofort zu mir. Ja, also wir müssen ja damit auch nochmal ganz klar sagen, dass das eine absolute Volkskrankheit ist. Wir haben Millionen von Patienten in Deutschland und da ist es natürlich so, dass ein Großteil der Patienten wirklich auch exzellent in der hausärztlichen Praxis behandelt wird.
wo dann nachher, denke ich, die Domäne der Fachärzte beginnt, ist gerade bei schwerergradig erkrankten Patienten. Und für uns sozusagen so als größeres Zentrum ist es natürlich so, dass es dann gerade bei den ganz schwer erkrankten Patienten, insbesondere dann, wenn es um besondere Therapieverfahren wie Volumenreduktion im Rahmen von endoskopischen Eingriffen oder die Notwendigkeit einer Beatmungstherapie, die bei ganz schwer erkrankten Patienten notwendig ist, dass wir dann sozusagen da auf den Plan treten. Aber wie gesagt, und das ist, glaube ich, nochmal ganz, ganz wichtig, das ist halt eine Erkrankung, die Millionen, und das gibt's halt Schätzzahlen von 6 bis 8 Millionen Patienten, die in Deutschland betroffen sind, dass da ein Großteil dann auch wirklich sehr gut und exzellent in der hausärztlichen Praxis dort behandelt werden. Glaube ich, ganz wichtiger Hinweis nochmal, auch die Prävalenz, und es ist eine Volkserkrankung, man muss es ja leider so sagen. Wie ist denn aus Ihrer Perspektive, jetzt habe ich gehört, da ist viel Fingerspitzengefühl, viel Erfahrung notwendig, ich muss natürlich auch bei dem Patienten sein. Nochmal ganz kurz an Sie, Herr Professor Taube, gefragt. Bieten mir die Leitlinien diesen Spielraum, auch da individuell zu gucken, jetzt bei einer Initiierung einer Therapie? Also, ne, wenn ich jetzt medikamentös starte, habe ich diesen Spielraum? Und was würden Sie sich aus Ihrer Perspektive, auch mit Ihrer Expertise wünschen und sagen, so ist es gut? Also wenn man sich die Leitlinien und Empfehlungen nochmal anschaut, sind die ja so aufgebaut, dass sie sich zum einen an den Symptomen der Patienten orientieren, an der Lungenfunktion der Patienten orientieren und an der Häufigkeit von akuten Verschlechterungen, also sogenannten Exazerbationen. Und darauf basiert dann sozusagen die Therapieempfehlung. Es wird dann eine initiale Therapieempfehlung gegeben und dann die Möglichkeiten, die weiter schrittweise dann zu eskalieren, wenn das dann nicht ausreicht. Und die Leitlinien zum jetzigen Zeitpunkt geben halt dann die Möglichkeit, doch auch verschiedenste Kombinationen dort zu wählen. Wir haben ja grundsätzlich dort zwei große Gruppen. Einmal die Bronchodilatatoren, also die Medikamente, die die Atemwege weit machen. Und dann halt auch noch inhalatives Cortison, was eingesetzt werden kann. Und es gibt dann bei einigen Patienten, die häufig akute Verschlechterungen haben, auch noch die Möglichkeit von PDE4-Inhibitor, was eingesetzt werden kann, was aber sozusagen eine kleine Minderheit der Patienten nur bedürft. Mhm. Und da gibt es unterschiedliche Kombinationen, wie die Medikamente eingesetzt werden können. Und da lässt die Leitlinie schon eine ganze Menge Freiheit, gibt aber halt auch entsprechende Empfehlungen, die man da einsetzen kann. Jetzt haben Sie es gesagt, in der hausärztlichen Praxis wunderbar versorgt der Großteil der Betroffenen, und das muss ja auch so sein. Ich möchte trotzdem nochmal nachfragen. Sie haben jetzt eine Praxis, die gut aufgestellt ist, habe ich eben gesagt. Doktorin Ode, Sie haben es gekennzeichnet, was Sie alles machen können. Mal ketzerisch gefragt, jetzt haben wir so eine Patientin, einen Patienten, der sich vorstellt, und Sie sagen vom Erscheinungsbild, weil diese Frage haben wir auch in der vorherigen Ausgabe mit Herrn Professor Vogelmeier und Doktorin Sandow diskutiert, würden Sie sagen, das ist eine COPD. Jetzt hätten Sie eine kleine Praxis, hätten keine LUFU, hätten kein komplexes Labor. Wäre das in Ordnung, dann einfach auf Verdacht mal zu sagen, ich starte jetzt mal mit der medikamentösen Therapieinitiierung, bis ich eine fachärztliche Abklärung kriege? Weil, wir müssen ja auch sagen, das dauert ja schon auch ein Momentchen, wenn nichts Akutes ist, bis man vielleicht einen Termin kriegt. Würden Sie das so handhaben? Also ist jetzt einfach eine ketzerische Frage, wie gesagt. Wie schätzen Sie das ein? Also ich würde denken, dass man in jedem Fall mit der Therapie beginnen sollte. Und so wie mein Mann das gerade auch sagte, dass wir den Patienten dann wieder einbestellen würden, um einfach zu sehen, Therapieerfolg gegeben, ja, nein. Und oder eine Therapieeskalation notwendig. Und das macht, denke ich, in jedem Fall Sinn. Okay, ganz pragmatisch. Auch kein Widerspruch, ich schaue rüber zu Professor. Nein, auf keinen Fall. Ich glaube, das ist genau der richtige Weg, dass man den Patienten sieht, dann eine Entscheidung trifft, welche Therapie man beginnt und dann den Patienten erneut sieht und evaluiert, hilft das nun, bringt das nun etwas, und dann in der Zwischenzeit sind natürlich dann noch weitere Untersuchungsergebnisse da, wie zum Beispiel auch das Differentialblutbild, was man machen sollte bei allen Patienten mit obstruktiven Atemwegserkrankungen, um dann gegebenenfalls die medikamentöse Therapie anzupassen. Weil wir müssen ja auch da auch ganz klar sagen, ein Großteil der therapeutischen Ansätze, die wir dort haben, sind symptomatisch. Was bedeutet das? Wir probieren die Beschwerden der Patienten zu verbessern. Und wie gesagt, wenn der Patient da ist und Beschwerden hat, ist es dann auch natürlich gerechtfertigt, einen solchen Ansatz dann unbedingt durchzuführen. Ja, auch nochmal ein ganz wichtiger Hinweis, wir können es ja nicht heilen. Aber für eine Verbesserung sorgen. Und dennoch, ich komme nochmal kurz auf die Exazerbation zurück, haben wir es ja, dass Menschen
unter Therapie sind, Betroffene, und trotzdem eskaliert das, gibt es diese Krise, die ja auch Kolleginnen und Kollegen sagen, dass ja auch immer so ein bisschen wie der Herzinfarkt in der Lungenheilkunde ist. Was müssen wir denn tun, um hier besser zu werden, Christian Tauber, aus Ihrer Perspektive? Ja, also erstmal möchte ich noch einmal betonen, dass diese akute Verschlechterung, also diese akute Exazerbation, ist wirklich eine gefährliche Situation für die COPD-Patienten. Wir haben sehr gute Daten, die zeigen, dass Patienten, die wegen einer COPD-Exazerbation stationär aufgenommen werden, dass die eine schlechtere Prognose haben als Patienten, die mit einem Herzinfarkt stationär aufgenommen werden. Das bedeutet, gerade diese Vermeidung von Exazerbation ist ein ganz, ganz wichtiges Therapieziel für uns. Und da müssen wir halt gucken, dass wir im Rahmen dann auch der Therapie schauen, dass die Patienten adäquat behandelt werden. Und da ist es halt so, dass wir in den letzten Jahren gelernt haben, dass gerade auch zur Vermeidung von solchen akuten Anfällen natürlich die Gabe von Bronchodilatatoren wichtig ist. Aber gerade bei Patienten mit schwerer COPD und häufigen Exazerbationen sollte dann auch eine antientzündliche Behandlung hinzugefügt werden. Und das bedeutet im Wesentlichen dann die Hinzugabe von Cortison in inhalativer Form. Ist das, also an beide Doktores Ode gefragt, für Sie selbstverständlich klar? Weil die Entgleisung erleben Sie ja auch. Also die Menschen schlagen ja bei Ihnen auf. Und wie geht man dann mit so einer Situation um? Oder mache ich hier gerade ein Problem auf, was es in Ihrer Praxis gar nicht gibt, in Ihrem Erleben? Ich denke, wir können das absolut so bestätigen. Und die Therapie ist in jedem Fall gerechtfertigt und auch gegeben. Ganz wichtig, vielleicht noch mal ein kurzer Einschnitt, ist, dass die Patienten eine vernünftige Device-Schulung von uns bekommen. Das heißt, die Patienten sollten, wenn möglich, gerade wenn sie neu sind, ihre Inhalatoren dann zum Gespräch mitbringen, dass sie uns vorführen, wie sie das denn durchführen, weil da gibt es alle möglichen Fallstricke und es ist kein Duftspray, sondern der Inhalator muss auch entsprechend inhaliert werden, damit er auch in der Lunge wirken kann. Und es ist wie immer, alles, was man nicht nimmt, kann nicht wirken. Das heißt, da ist der richtige Einsatz dann natürlich auch gefragt. Und es ist auch beim Handling so. Also wenn ältere Menschen mit dem Drücken, Pressen, Drehen nicht zu Rande kommen. Und das ist nicht so selten. Und ich glaube deshalb, das, was meine Frau sagte, bei der Wiedereinbestellung, die haben ja einen verordneten Hailer oder was auch immer, den mitzubringen und das dann auch mal vorzumachen, das deckt doch dann auch einige der, das Zeug hat überhaupt nicht gewirkt, Doktor, was machst du da mit mir? Guck's dir im Video an, lass es dir von uns zeigen, wie auch immer. Oder nimm doch mal tatsächlich vielleicht mal auch an einer Schulung teil. Das verhindert die Rezidivrate doch ganz erheblich. Und auch so Sachen wie Lungensport, wo man die, auch wenn sie eine bekannte COPD haben, auch mal hinprügeln muss, kann, darf oder wie auch immer. Das sind alles auch sehr hilfreiche Dinge, wo man dann eben nicht medikamentös agieren kann. Das würde ich gerne aufnehmen, weil das ist ja ein ganz wichtiger Punkt. Letztlich fast egal, welche Leitlinie ich mir angucke, wenn wir im kardiovaskulären Bereich gucken, aber auch hier bei der COPD, ist ja die nicht-medikamentöse Intervention, also die Lifestyle-Intervention, immer gegeben und steht immer an erster Stelle. Das wären jetzt bei der COPD Rauchentwöhnung, Sie haben es gerade gesagt, vielleicht Lungensport, Bewegung. Ich habe aber manchmal das Gefühl, dass man auch denken kann, also mir würde das passieren, wenn ich Arzt wäre, für alle Zuhörenden zum Glück bin ich keiner, dass ich denke, ja, jetzt erzähle ich denen das hier 140 Jahre, aber wenn ich ein Medikament gebe, dann weiß ich, ne, da habe ich was getan. Vielleicht mal aus Ihrer Perspektive, fangen wir in der Klinik an, diese nicht-medikamentösen Interventionen. Stehen die da und damit ist es gut oder haben Sie auch das Gefühl, dass wir da auch eine Chance haben, die umzusetzen und damit auch spürbar bei den PatientInnen was zu erreichen? Also das ist natürlich ein ganz zentrales Thema bei der COPD, weil wir wissen, eine der wichtigsten Interventionen, überhaupt den Verlauf der Erkrankung in irgendeiner Art und Weise zu beeinflussen, ist mit dem Rauchen aufzuhören. Mhm. Und das, muss man sagen, ist auch skandalöserweise eine der Interventionen, die am schlechtesten vergütet werden und deswegen dem Patienten häufig gar nicht adäquat und genügend angeboten werden kann. Das Zweite dabei ist, wir wissen ganz genau, dass regelmäßige körperliche Aktivität, Lungensport, wie gerade erwähnt, oder Rehabilitation ganz wichtig ist, zum einen zur Verbesserung der Lebensqualität der Patienten und zur Verringerung der Symptomatik und Verbesserung der Leistungsfähigkeit. Und die Effekte, die man damit erreichen kann, sind
komplementär zu dem, was man durch die medikamentöse Therapie erreicht. Das bedeutet, es reicht nicht, wenn man denen sozusagen das Spray verabreicht, sondern das andere muss eigentlich auch dazu, um wirklich einen bestmöglichen Therapieerfolg für die Patienten zu erreichen. Mhm. Und da ist es nicht entweder oder, sondern die Kombination von beiden. Und da bin ich auch ganz glücklich, dass das hier so ganz klar angesprochen ist. Inhalatorschulung ist ganz zentral. Wenn das Medikament nicht in die Lunge hineinkommt, dann brauchen wir das auch gar nicht. Und deswegen ist es halt auch so wichtig, dass die Patienten da sehr gut ärztlich betreut und angebunden sind und auch jemand haben, mit dem sie dann halt solche Probleme oder solche Sachen dann auch besprechen können. Ist aber auch ganz schön herausfordernd im Praxisalltag, oder? Ja, das ist jeden Tag aufs Neue. Ich denke, täglich grüßt das Murmeltier. Aber die Notwendigkeit ist einfach gegeben. Und wir sehen ja, wenn die Patienten sich wohlfühlen und es ihnen besser geht und das eine oder andere umgesetzt wurde oder noch werden kann, wo sie selber merken, dass sie davon profitieren. Ich denke, das ist bei uns allen, egal wie, in welcher Branche, auch dann irgendwie ein Ansatzpunkt zu sagen, da mache ich einfach weiter. Und wenn ich merke, körperliche Betätigung tut mir gut, ich fühle mich besser, ich bin leistungsfähiger, ich halte vielleicht mehr durch oder ich werde nicht so häufig krank oder was auch immer, dann bin ich da eher motiviert, auch da weiterzumachen. Das ist dann der beste Fall und dann macht es wahrscheinlich auch Spaß, Sie sagen es ja selber, ne, den Weg mit den Betroffenen weiterzugehen. Ja, auch zu sehen, die Motivation der Einzelnen, dass es denen besser geht und einfach auch den Erfolg zu sehen, dass man da auf dem richtigen Wege ist und es gibt immer wieder Hürden, die einen auch zurückwerfen, aber man kann nur versuchen, als Berater einfach bei den Patienten an der Seite zu sein. Was ist denn für die Klinik wichtig in der Zusammenarbeit mit der Niederlassung? Sie haben eben gesagt, natürlich haben wir eine super Betreuung, aber was ist für Sie wichtig, zum Beispiel auch im Kontext einer Überweisung zu Ihnen, aber auch im Kontext einer Nachbehandlung? Gibt es da Dinge, die Sie für ganz, ganz dringend halten? Ja, ich glaube, da müssen wir in Deutschland noch ein bisschen an uns arbeiten, weil wir haben ja eine relativ strenge Trennung von ambulant und stationärem Sektor. Und was wir jetzt zum Beispiel, wenn wir die Patienten im Rahmen einer akuten Verschlechterung sehen, dann sehen wir die ja nur punktuell, genau in diesem Rahmen. Die ganze Vorgeschichte und auch die ganze Nachbetreuung, die findet dann bei jemand anders wieder statt. Und ich glaube, da wäre es für die Zukunft schon sehr hilfreich, wenn wir da mit elektronischer Patientenakte oder so weiter dann wirklich Sachen an die Hand bekommen würden, wo wir dann halt auch einen langfristigen Verlauf dort beurteilen können. Viele der Patienten, die zu uns geschickt werden, die werden exzellent vorbereitet. Da kriegen wir dann alle Voruntersuchungen und Befunde dann mit und manchmal auch eine klare Fragestellung. Und dann können wir uns auch darum kümmern. Aber ich glaube, diese Kommunikation zwischen ambulant und dem stationären Sektor, da kann man in der Zukunft hoffentlich noch einiges verbessern. Und das ist eigentlich auch mein Wunsch. Nehmen wir das mal auf für die Niederlassung. Was wäre Ihnen denn wichtig in der Kommunikation, in der Zusammenarbeit mit den Kliniken, wenn jetzt jemand zu Ihnen zurückkommt? Wir haben es ja gehört, da ist ja nur der kurze Berührungspunkt in der Krise. Aber die tägliche Arbeit, täglich grüßt das Murmeltier, haben Sie eben gesagt, Doktorin Ohle, liegt ja bei Ihnen in der Praxis. Was wäre Ihnen da wichtig? Also so eine akute Exazerbation hat, gerade wenn es dann mit dem Krankenhausaufenthalt einhergeht, ja zur Folge, dass das ein beeindruckendes Erlebnis sein kann. Und beeindruckende Erlebnisse kann man dazu nutzen, um dort eine Interpunktion zu setzen, zu sagen, pass mal auf, du hast bisher nicht das und jenes und dieses getan, da ist was passiert. Das ist die Konsequenz daraus, das aufzugreifen. Da hilft es total, wenn wir klare Anweisungen und eine klare Diagnosestellung haben und auch eine Handlungsanweisung, was wir den Patienten dann auch mitgeben können, sagen, okay, selbst die Klinik hat jetzt behauptet, es wäre gut, mit dem Rauchen aufzuhören zum Beispiel, um das nochmal aufzugreifen. Mhm. Weil ja für einen rauchenden Zirpedisten ist Rauchen ja ein Kavaliersdelikt. Mhm. Und das ist ja gesellschaftlich immer noch der wilde Westen und das hält sich ja wahrscheinlich genauso wie die Statine bei KHK, dass man die besser absetzt, weil die Demenz dann vielleicht zunimmt oder so. Das gibt also so Dinge, die wir dann in der chronischen Betreuung ja immer wieder aufarbeiten müssen. Jetzt haben wir das DMP, wo die natürlich alle eingeschrieben sein sollten und meistens auch sind. Da kommen die alle 3 Monate, die an der Stange zu halten und denen schon hinterher zu telefonieren, weil die ja in ihren Alltag zurückgehen, da ist es ganz schwierig, weil ja ganz oft dann zum Beispiel in der Familie auch geraucht wird. Dann geht man mittlerweile alle zwar auf den Balkon, aber wenn einer aufhört und der andere nicht, dann ist es ja auch schwierig. Und das erfordert ganz viel Feingefühl, weil wenn wir einem
chronisch Erkrankten, und das sehen wir auch bei Diabetes, bei KHK, wobei bei der KHK ist es oft noch so, dass die sich an viele Dinge auch eher schneller halten, warum auch immer, weil Luftnot und Brustschmerz ist ja irgendwie beides unangenehm. Da ist es schon auch so, dass wenn man zu sehr den Leuten sagt, was sie tun und lassen wollen, das wollen die heutzutage nicht mehr hören. Wir haben nicht mehr das, wir können nicht mehr von der Kanzel runterreden, das hatten wir mal. Auch ein ganz spannendes Thema natürlich die Kommunikation, partizipative Entscheidungsfindung. Darüber müssen wir, glaube ich, mal eine ganz eigene Folge machen. Ganz spannende. So, auf der Zielgeraden würde ich mal gerne wissen, wir haben ja ein breites Zuhörendenfeld, da haben wir im Vorfeld drüber gesprochen, das können KollegInnen von Ihnen sein, das können interessierte Laien sein. Doktorin Ode, was wäre Ihnen denn so wichtig, wenn wir jetzt in diesem Kontext COPD, medikamentöse Therapie und auch das, was wir gestriffen haben, wir haben über Anamnese, Diagnose gesprochen, gibt es da so ein paar Bullet Points, Take-Home-Messages, die Ihnen noch ganz wichtig wären, die Sie unseren Zuhörenden mitgeben wollen würden? Wir sind Berater. Als Ärzte sind wir Berater und wir haben den Patienten vor uns, der mit einem Problem kommt und wir versuchen, der Problemlösung beizukommen. Und wir versuchen, Therapieansätze zu finden, die demjenigen Einzelnen helfen können. Und die weitere Nachsorge ist, glaube ich, ganz entscheidend, in der Hoffnung, dass man es natürlich im ambulanten Setting gut hinbekommt. Und wenn ein akutes Problem nicht handelt, ist, dass man dann natürlich im Zweifel Kontakt dann direkt mit der Klinik aufnimmt. Die Termine bei Fachkollegen ist häufig einfach eingeschränkt, weil es einfach zu viele Patienten sind, die einfach keine freien Termine zulassen. Wir sind natürlich selber im Kontakt sehr gerne mit unseren Pulmologen im Umkreis, wenn denn da eine akute Exazerbation sich nicht handeln lässt, dass man Rücksprache hält und wenn möglich auch Mitbetreuung ermöglicht im Einzelnen und wenn es gar nicht geht, wie gesagt, die klinische Unterbringung. Ich denke, wenn die Patienten merken, dass ihnen geholfen wurde und dass es sicherlich das ein oder andere einschneidende Erlebnis gegeben hat, gerade im stationären Setting, dann kommen viele ins Umdenken. Und da kann man sie nur bei unterstützen, im positiven Sinne, dass sie da was Gutes rausholen für sich und da einfach dran weiterarbeiten. Ist natürlich schade, dass dann erst so ein kleines Erlebnis passieren gibt. Muss. Aber ja. Danke, dass Sie nochmal darauf fokussiert haben. Aus Ihrer Perspektive, Herr Professor Taube, was wäre Ihnen wichtig, als eine Art Fazit in diesem Themenkomplex? Ja, also nochmal, dass die COPD eine häufige Erkrankung ist, dass das eine sehr schwere Erkrankung sein kann, dass das diese akuten Verschlechterungen geben kann und dass wir durch unsere medikamentöse Therapie dieses verhindern können oder deutlich reduzieren können. Und deswegen halt so wichtig, dass man daran denkt, dass man probiert, das dann zu diagnostizieren und dann dementsprechend auch mit den verfügbaren Medikamenten adäquat zu behandeln. Mhm. Herr Dr. Ode, das Schlusswort würde bei Ihnen liegen. Gibt es noch was, was Sie ergänzen wollen, wo Sie sagen, das wäre für mich noch ein zentraler Punkt? Sie haben eben die Rauchentwöhnung angesprochen, sehr leidenschaftlich und sehr klar gemacht, wie wichtig das ist, aber auch wie komplex das ist. Gibt es noch was, was Sie als Fazit gerne mitgeben möchten? Ganz wichtiger Punkt, auf den wir immer wieder stoßen, ist die Differentialdiagnostik, weil die COPD, die entwickelt sich, aber auch die hat ja Folgeerkrankungen, zieht die mit sich, hat Interaktionen mit den verschiedensten anderen Erkrankungen. Und da sind ja auch, ich sag mal, die Kommunikation mit dem Lungenfacharzt und auch der Klinik zur Differentialdiagnostik, was steckt jetzt an der Lungenerkrankung mit dahinter und was kommt noch? Ich nur mal so das Wort Schlafapnoe-Syndrom, was ich glaube, viel zu sehr unterdiagnostiziert ist und was auch immer sonst, da kann man noch mal ganz lange drüber reden. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man immer die Offenheit hat, auch immer mal wieder zu gucken, weil auch die können eine KHK noch zusätzlich entwickeln und dann heißt es nicht, der hat halt eine COPD und kommt immer mit Luftnot, sondern der hat jetzt Luftnot und Brustschmerz oder wie auch immer. Also die Aufmerksamkeit für das Symptom sollte immer wieder neu gefasst werden. Damit sind wir am Ende dieser zweiten Ausgabe und ich freue mich, dass Sie reingehört haben. Das Team hinter dem Atemweg-Podcast freut sich außerdem über Ihr Feedback und Anregungen zu weiteren Themen unter podcast.de@kiesi.com. Und natürlich freuen wir uns auch über ein Wiederhören bei der nächsten und letzten Folge unseres COPD-Spezials. In dieser spreche ich mit Professorin Katrin Karnert und Farhud Akami über Adhärenz bei COPD. Bis dahin.